langsam uns steht hier ein Kampf bevor. Was hast du hier zu suchen? Du! Ah, endlich schickt mir der Kosmos einen würdigen so Gegner. Komm her! Aber mal. Wir erledigen das von oben. Wow. Ja, nein, natürlich auch alles. Die können wir uns nämlich mal kurz erholen. Genau. Und die anderen ringsherum ausschalten. So, jetzt mal kurz wieder erholen. Dadurch, dass die alle ungefähr gleich auf sind mit uns, macht es das ein bisschen komplizierter. Hinter der Mauer. Der ist der andere. Nee, hast du nicht. Nochmal lass ich dich nicht schießen. Oh, Schilde hoch. Ah. Aber das halt so. Okay, jetzt machen wir kurz mal hier. Uns erholen. Die kommen auch nicht hinterhergeklettert. Stehen die hier doof. Der schleicht jetzt hier mit zu sehr am Rand rum.
Weg mit dem Kopfgeld. Warum ist nicht noch ein Söldner hier um uns herum? Ja, der rennt jetzt da hinten rum, der Söldner. Blöde Söldner da angerannt und noch mit dem Wolf. Die finde ich damit. Rennt euch ruhig mit dem Wolf die Küppe ein. Ich mach das Stück für Stück hier. Jetzt rennt da auch noch so ein dummer Wolf rum. Den haben wir. Die Welt ist ohne dich besser dran. So, den hätten wir endlich. Mensch, 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 wie lange hat's gedauert? Wer seid denn ihr? Habe ich mich ein paar Mal verklickt hier. Ich überlege, ob wir sie, aber stoße nach Argolis vor. Dann hätten wir nämlich das, um alles zusammen, um den Speer zu verbessern. Genau,
bräuchten nämlich nur noch ein Fragment. Aber... Die Verführung eines Bruders. Ein Freund zum Sterben. Ich würde sagen, gucken wir mal auf die Karte. Hier sind natürlich auch so, der Tod ereilt uns alle. Ich würde sagen, da gehen wir mal hin. Probieren wir das mal. Erstmal die Schnellreise zum Schiff. So, mit dem Vorbeiklettern, da haben wir irgendwie eine Höhle ausgesehen. So, Kopfgeld hat sich jetzt alleine entfernt.
hilf mir! Beruhige dich. Sag mir, was passiert ist. Da sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Sagtest du im Wald? Ich dachte, die Wälder von Argos sind sicher. Sie nahmen unser Essen, unser Pferd. Und mich wollten sie auch. Ich höre immer noch ihr schreckliches Lachen. Es klang so grauenhaft. Lachen? Und eine ganze Bande überfiel euch für ein Pferd? Ja. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnehmen will, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte, ich habe ein Kind. Du musst uns helfen. Ich finde deinen Mann und die Räuber. Söldnerin, hilf mir! Ich würde alles tun! Als du das Kind gerettet hast, war es mir klar. Du musst einfach immer das Richtige tun. Krösus. Der Mann starb nur, um mir eine Falle zu stellen? Es ist eine Ehre, für Heras größte Priesterin zu sterben. Er starb freiwillig. Durch seinen Tod ist dein Platz in meinem Rat frei geworden. Noch kannst du dich uns anschließen. Jetzt ist Schluss, Krösus. Heute stirbst du für alles, was du meiner Familie antatest. Ich räche meinen Bruder. Nun gut, wenn du eine Vertreterin des Chaos sein willst, wenn du eine Mörderin sein willst, dann morde, Kind. Du hättest dich mir anschließen können. Wir hätten gemeinsam über die Welt geherrscht. Stirb für mich, mein Kind. Ich bin nicht dein Kind. Ich finde meine Mutter und wir werden wieder vereint sein. Ich stelle es wieder richtig. Das ist für meine Mutter und jede Familie, die du zerstört hast. Schaut mal, Krösus haben wir jetzt auch erledigt. Da haben wir jetzt 7 Stück. Ich mache hier noch neu. Oh, hier haben wir neue Infos zu anderen Kultisten. Ja, dann. Ah, ne, falsch. Quests. Ich glaube, da konnte ich eine Schnellreise hinmachen.
Dann geht's mal los sein. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragungen. Kontakt aufgenommen. So, Leute. Speer ist verbessert. Krüses ist weg. Wir haben einen Haufen Punkte bekommen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns weiter um, was wir noch so Schönes machen können. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald wieder. Tschüssi.